Ausstellung heißt Permanent Trouble. Ich bin auf den Titel gekommen, weil ich über das, was ich so tue und sammle, nachgedacht habe. Und das Resultat ist, es ist wirklich ein permanenter Trouble, den ich da habe. Zum Beispiel liege ich sehr oft nachts wach und überlege, wie bezahle ich das nächste Bild, wo kommt das Geld her, ist das der richtige Einkauf, mache ich alles richtig. Oder manchmal habe ich Trouble mit den Künstlern oder den Galeristen, die mir nicht geben, was ich will. Ja, das Schöne ist, wenn ich dann tatsächlich mal was bekomme und ich konnte es auch bezahlen, dann packe ich es aus und hänge es an die Wand. Das letzte war diese Zeichnung von Richard Phillips. Wunderschön, das war ein tolles Gefühl. Das ist von einem kanadischen Künstler, der heißt Stephen Shearer. Er ist einfach ein hervorragender Künstler, er kann wunderschöne Bilder malen, er zeichnet toll. Und in jedem Medium, in dem er arbeitet, ist er ein Meister. Also er benutzt Fotografie, Schrift, hier Schrift, vorne sind Zeichnungen, drüben hängt ein Bild. Es ist alles einfach wunderbar, was er macht. Ich kaufe wohl das, was ich gerne als Maler dann auch gemacht hätte. Könnte ein Grund dafür sein. Oder zum Beispiel William Copley, das war ein alter Hero von mir, als ich Student war. Er ist ein Amerikaner und malt solche Bilder wie da vorne, die er im Leben nie verkaufen konnte. Zumindest nicht an Amerikaner. An Europäer sehr wohl, aber dann. Das Bild heißt Kotfinger Painting. Das sind die Finger voll Scheiße, ja. Albert bewundere ich sehr. Er ist ein großartiger Maler. In Deutschland finde ich ihn ein bisschen unterschätzt. Das liegt daran, dass die alte Museumsgarde immer noch sauer ist auf die Gruppe Kippi, Büttner, Albert, Georg Herold. Aber es gibt jetzt auch zum Glück eine neue Generation. Albert stellt auch ab und zu in Museen in Deutschland aus, aber hauptsächlich im Ausland.